Mit einer Open-Air-Fotoschau feiert der Arbeitskreis Fotografie im Kunst- und Fotoverein Grimma seinen 60. Geburtstag. Etwa 300 Fotografien haben die Frauen und Männer des Kunst- und Fotovereins rund um das Polizeirevier Grimma befestigt. So entstand vom Verlobungsgässchen entlang des Floßplatzes bis zu den Kellerhäusern ein Kunstpfad. Dieser lockte schon beim Gestalten immer wieder Neugierige an. Für den Verein ist es das Highlight im Gründungsjahr. Die Ausstellung ist natürlich total wichtig, weil wir, wie gesagt, dieses Jahr unser 60-jähriges Jubiläum haben und wir ja auch nicht ganz unbekannt in Sachsen sind und im Muldental sowieso nicht im Leipziger Land, und jetzt können wir uns mal wieder richtig öffentlich präsentieren, denn diese Ausstellung hier ist Freiluft, Open Air, kann rund um die Uhr jeden Tag besichtigt werden, ohne Eintritt, ohne irgendwelche Auflagen. Also kommt nach Grimma, schaut, was wir machen. Unsere Motivvielfalt wird euch überraschen. Gefördert wurde die Schau über die Stiftung der Sparkasse Muldental, dem Kulturraum Leipziger Raum und die Stadt Grimma. Für die Ausstellung wählten die Vereinsmitglieder herausragende Fotoarbeiten aus, sagt Thomas Kube, der künstlerische Leiter des Vereins. Wir sind derzeit 24 Fotografen, davon sind 4 Profifotografen, der Rest alles Hobbyfotografen, aber Hobbyfotografen auf einem richtig hohen Niveau. Denn ein Großteil der Bilder von den Hobbyfotografen sind Preisträgerbilder, weil wir beteiligen uns an ganz vielen nationalen, internationalen Fotowettbewerben und haben wirklich ordentlich Preise von der Urkunde, Medaillen, Pokale, wirklich abgesahnt, und ganz viele von diesen Bildern hängen mit hier. Aber auch Sachen, die einfach sehenswert sind, wo es manchmal nicht zum Preis gereicht hat. Man muss sich ein Bild machen, man kann das nicht beschreiben. Natürlich zeigt auch der Gründer des Arbeitskreises Fotografie Werke aus seinem Schaffen. An den Start vor 60 Jahren kann er sich noch gut erinnern. Ja, nachdem ich im August 63 meine liebe Frau geheiratet habe, habe ich dann ab Januar 64 am Kreiskulturhaus angefangen zu arbeiten als Fachmethodiker für Kulturarbeit. Und meine erste Arbeit war, oder meine erste Aufgabe war, eine Fotoshow zu organisieren, die im Mai zu den Kulturtagen, wie es damals hieß, zu zeigen. Das hat geklappt. Ich habe alle Fotografen, die bekannt waren, aufgesucht, mit ihnen persönlich gesprochen. Und im Anschluss dieser Ausstellung, die in der Galerie am Markt stattfand, damals hieß das noch Kunsthaus am Markt, ja, habe ich dann mit den Leuten diese Kreisarbeitsgemeinschaft für Fotografie gegründet, die alle mit begeistert waren. Und seit dem 12. Mai 1964 gibt es diese Gruppe, und wir treffen uns jeden Donnerstag im Monat, von damals bis jetzt auch noch. Damals gehörten 8 bis 10 Fotografen zum Arbeitskreis, erinnert sich Gerhard Weber. Auch daran, dass die Fotoschauen regelmäßig stattfanden. Wir haben ja damals schon in den 60er Jahren angefangen, die Kreisfotoschauen zu machen, wie es in der DDR war. Wir haben alle 2 Jahre einen Farbdierwettbewerb hier in Grimma gemacht. Wir haben thematische Ausstellungen gemacht. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben ein Thema gemacht, 25-Jährige. Zum 25. Jahrestag der DDR haben wir 25 Leute vorgestellt, die an diesem Gründungstag geboren waren. Eine schöne Reportage. Wir haben Hilfeausstellungen gemacht, füreinander, miteinander. Wir haben eine große Reportage über die damalige deutsch-sowjetische Freundschaft gemacht, was jetzt gar nicht mehr so gefragt ist. Ja? Da gibt es sogar ein Buch drüber. Ja? Wir haben die Bilder eines Dorfes Dürweitschen gemacht, gemeinsam. Das hat auf den Arbeiterfestspielen der DDR eine Goldmedaille gewonnen. Also da könnte ich noch eine ganze Reihe aufzählen. Wir haben immer geschlossen ein Thema bearbeitet, und parallel dazu hat jeder seine Kür gemacht, so wie es jetzt noch ist, dass jeder seine besten Bilder gezeigt hat. Für die Open-Air-Show stöberte der Fotograf in seinem Archiv. Der 84-Jährige kann fast zu jedem Motiv eine Geschichte erzählen, und manchmal tut er das auch. Ich habe mir gesagt, die Fotofreunde, die jetzt im Verein sind, die werden von der Jetztzeit berichten. Und die ersten 20, 30 Jahre, da wird es kein Bild geben, aber wir feiern ja 60 Jahre. Und da habe ich mir gedacht, ich habe noch nie gezeigt, eine große Reportage über die Kinder der DDR hier in Grimma und Umgebung, also von Kolditz entlang der Mulde bis nach Wurzen.
ja, mit Brandes, Mutschen, Lerscher und die ganzen Orte. Und der zweite Teil ist die Werktätigen der DDR. Das Gleiche wieder. Und ich war in fast jedem Betrieb in der DDR gewesen. Und ich habe die Werktätigen fotografiert. Die Frauen und Männer, wie sie fleißig gearbeitet haben, Tag ein, Tag aus. Und das soll mein Dankeschön an deren fleißige Arbeit sein. Eine Hommage also an die Werktätigen der DDR. Denn es wird sonst so viel immer nur das Schlechte berichtet über die DDR. Aber dass diese Leute, vor allem die Frauen, Jahr ein, Jahr aus ihr Bestes getan haben. Trotz Mangelwirtschaft haben sie eine Familie ernährt, haben Kinder bekommen, haben ihrem Mann gestanden bei der Arbeit. Ihren Mann oder ihre Frau stehen auch die gut 20 Mitglieder in Sachen Vereinsarbeit. Dabei wird viel und oft über Kunst und Fotografie gesprochen, am besten in Kombination. Einmal immer am letzten Donnerstag im Monat im Mehrgenerationenhaus am Nikolaiplatz in Grimma abends um 19 Uhr. Da bringt jeder drei Bilder mit, digital, und die werden dann über den Beamer an die Wand geworfen. Dann stimmen wir darüber ab. Wenn es eine Mehrheit hält, wird es gehalten. Dann wird darüber diskutiert, was ist gut, was ist schlecht daran, warum habe ich es nicht gehalten oder warum wird es gehalten. Und das Ganze auf einem wirklich schon fortgeschrittenen Niveau. Wer Lust, Spaß und Interesse an künstlerischer Fotografie hat, ist im Arbeitskreis Fotografie gern gesehen. Die Open-Air-Fotoausstellung zu 60 Jahre Arbeitskreisfotografie im Kunst- und Fotoverein Grimma öffnet offiziell am 20. Juli um 11 Uhr und läuft bis Mitte November.